Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, Sie sehen mich hier in der Baustelle des Bürgerhauses. Der Blick aus dem Fenster auf den Hammelburger Marktplatz mit dem beleuchteten Weihnachtsbaum macht uns sehr eindrucksvoll deutlich, Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Bewusst habe ich mich in diesem Jahr dafür entschieden, Ihnen meine Weihnachtsgrüße aus dem noch unfertigen Bürgerhaus zu übermitteln. Weshalb? Weil ich versuchen möchte, einen Bezug dieses Bürgerhauses und seiner nicht einfachen Entstehung gerade zu dem herzustellen, was uns in dieser Zeit der Weihnacht und des Jahreswechsels bewegt. Gleich zu Beginn war das Bürgerhaus dieses bedeutende Projekt der Entwicklung unserer Stadt mit großen Widerständen und Hindernissen behaftet. Der Bürgerentscheid, Corona, einhergehend Lieferschwierigkeiten von Materialien und mangelnde personelle Kapazitäten bei Baubüros und Baufirmen haben uns vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Zeitpläne mussten permanent verschoben werden. Und aufgrund dieser gesamten Situation sind auch sehr hohe Mehrkosten produziert worden. Am Ende werden wir jedoch ein hervorragendes Ergebnis erhalten, nämlich ein Haus, in dem ganz viel Begegnung stattfinden wird. Und sicher sind Sie mit mir einer Meinung, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Es entsteht also ganz viel Neues. Und wenn Neues entsteht, dann beunruhigt das oft auch, denn gerne halten wir am Bewährten fest. Neues fällt uns meist schwerer, als in gewohnten Strukturen zu leben. Ich verspreche Ihnen aber, wir können nun sehr auf das neue Bürgerhaus freuen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Ich will es wagen. Advent ist die Zeit der Erwartung und wenn wir etwas erwarten, dann brauchen wir auch Geduld. Genau wie sie auch hier bei diesem großen Projekt nötig ist. Gerne wären wir schon weiter, ja eigentlich fertig, aber es braucht noch etwas Geduld. Weihnachten ist auch ein starkes Signal der Hoffnung, des Aufbruchs und des Neubeginns. Wir sollten uns immer bewusst machen, dass nicht alles so bleiben muss, wie es schon immer war. Dass wir uns auch immer Veränderung und Neuem stellen müssen, ohne natürlich unsere Identität und unsere Werte aufzugeben. Dass wir immer Vertrauen und Hoffnung haben müssen. Dass wir manchmal auch aufbrechen müssen, obwohl es keine absolute Sicherheit gibt und der Weg zuweilen beschwerlich ist. Dass wir Ziele entwickeln und ernst nehmen und uns trotz aller Bedenken und Schwierigkeiten aufmachen. Genauso war es ja hier beim Bürgerhaus der Fall. Auch hier haben wir den Aufbruch gewagt, um Neues zu beginnen, haben uns Veränderungen gestellt und wussten, dass der Weg nicht einfach sein würde. Ja, und auch da brauchte es Mut und ein entsprechendes Vertrauen, wofür ich auch dem Stadtrat sehr dankbar bin. Denn nicht Festhalten an gemachten Erfahrungen bringt uns weiter, sondern die ständige Offenheit, sich neuen Situationen zu stellen. Und Mahatma Gandhi sagte einmal, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nach all unseren Möglichkeiten einsetzen, immer wieder Neues wagen und uns für eine gute und auch friedliche Entwicklung unserer Gesellschaft, unserer Stadt und unseres Landes einsetzen. Meine lieben Bürgerinnen und Bürger, gerade an Weihnachten ist es Zeit, für das, was war, Danke zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt. Ich danke allen, die sich in unserer Stadt und unseren Ortsteilen für andere und für gemeinschaftliches Leben engagieren, ehrenamtlich oder auch beruflich, anderen Stütze und Hilfe sind. Stellvertretend für alle nenne ich die in der Pflege tätigen, die Rettungsdienste und unsere Feuerwehren. Ich wünsche uns allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2024 alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit, Zufriedenheit
und ganz viel Optimismus. Ich wünsche uns, dass wir wohlwollend aufeinander zugehen, verständnisvoll miteinander umgehen, einfühlsam füreinander da sind. So beitragen zu einer Atmosphäre, da Positives wachsen und Neues entstehen kann. Glauben, dass es etwas bewirkt, wenn wir aufeinander zugehen, einander zuhören und verstehen, miteinander anpacken, füreinander da sind. Den guten Willen anerkennen, das Positive sehen und verstärken, uns am Schönen freuen und danken für alles, was uns geschenkt wird. Ich wünsche uns Orte, an denen wir uns wohlfühlen, wie hier im Bürgerhaus. Ich wünsche uns Geduld, wenn Mitmenschen uns nicht verstehen, manches nicht auf Anhieb klappt, vieles länger dauert, als wir es denken. Gerade in diesen Zeiten, wo uns die Bilder von Krieg, Terror und Unrecht in der Ukraine, in Gaza und weiteren Teilen des Welt nicht loslassen und auch wir in unserem Land immer wieder Ausgrenzung, Übergriffe und Gewalt erleben, sehnen wir uns alle nach einem Fest der Menschlichkeit, nach etwas, das das Herz erwärmt, aufatmen und durchatmen lässt. Durch ein Fenster schauen und den Frieden sehen, dann wäre Weihnachten wirklich wunderschön. So schrieb es die Autorin Roswitha Bloch. Tragen wir alle zu einem guten, friedlichen Miteinander bei, so wünsche ich mir und uns, dass durch uns und unser Handeln für andere Weihnachten wird.